Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Clicker Heroes. Musik bitte. Danke. Geht doch. War das sie nicht? Wahrscheinlich nicht. So, wir lassen das mal da. ich bin ein bisschen verwirrt, aber das ist ja auch hinlänglich bekannt und nichts allzu Neues. So, wir müssen noch mal ein bisschen Schaden draufpacken. Es ist, ich weiß, es ist so ein Standardsatz hier, aber es ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. So, schaffen wir die 460? Ich wage das schadenstechnisch fast zu bezweifeln, aber gucken wir mal, ob das sich überhaupt lohnt. Ja, für 34 Hero Souls kann man das mal machen. Und das schaffen wir sogar. Ja, nice. Das ist doch hübsch. Was wir gleich machen, ist ascenden, natürlich, und unfassbar viele Hero Souls ausgeben. Vorher muss ich aber noch ein, zwei Sachen erwähnen. Zum einen kaufte ich mir endlich Dora the Explorer. Nein, Dora the Ancient of Discovery. Die muss ich hier auch nochmal irgendwo da oder da einbauen. Mal gucken. Ja, zudem haben wir massive Upgrades erfahren. Agave Level 28, Erdmann Level 23, Doc Hawk 17, Dora direkt mal auf 18 gezogen. Das heißt, wir kriegen jetzt 4,6 mal so viele Treasure Chests, also die tauchen 4,6 mal so oft auf. Fortuna auf 13 hochgezogen. Außerdem, naja gut, Chrysos auf 6 ist halt so lala. Wobei, ich glaube, da möchte ich fast. Nein, ziehen wir gleich mal auf 7, weil ich es kann. Libertas auf 22, Mammon auf 16, Mimsi auf 19 und Cielatas auf stolze Level 35 hochgebracht. Und zudem noch einen ganzen Arsch voll Hero Souls, die wir gleich einlösen können und auch werden. Wo ich das hier gerade sehe, ich wurde darauf angesprochen, dass ich die Dinger immer übersehe. Nein, tue ich nicht. Also, ich sehe sie da schon langlaufen und ich weiß auch, was ich damit machen kann. Nämlich, wenn ich da ganz oft draufklicke, dann kriege ich irgendeinen Skill gratis. Die Sache ist, ein Skill alleine bringt mir nicht wahnsinnig viel, es sei denn, es ist zufällig Dark Ritual, was aber, naja, halt eine Chance von 1 zu 9 ist. Das ist halt so. Von daher eher nicht so wahrscheinlich. Und ein Skill alleine bringt mir halt auch nichts, außer dass der Idle-Bonus weggeht und ich dann deutlich weniger Gold kriege für eine Minute und beziehungsweise für eine Minute 30, bis der Skill ja auch noch abgeklungen ist und auch noch deutlich weniger Schaden mache. Also da bringt es wirklich nur die Skill-Kombination dann wirklich, um noch weiterzukommen. Da ist das Ding wegklicken einfach leider relativ nutzlos geworden. So, kleines Update haben wir auch noch bei den Guilds. Da habe ich mir nämlich dank Rubinen noch ein paar leisten können. Treebeast hat ein bisschen was dazu bekommen. Ivan und Brittany haben ein bisschen was dazu bekommen. Frostleaf ist inzwischen auf 8. Masked Samurai auf 5. Great Forester auf 4. Ja, es verteilt sich alles so halbwegs. Also auch nichts Spektakuläres. Wo kommt diese Musik her? War die da die ganze Zeit schon drin? Also ich finde sie sehr cool, aber ich bin gerade ein bisschen überrascht. Whatsoever. Ja. Ich mach mir mal ein zweites Fenster mit dem Optimizer auf, damit ich gleich weiß, wo ich meine Hero Souls reinschieben kann. Hehe. Und dann wird es, glaube ich, auch. Und dann wird es erstmal Zeit, Hero Level zu kaufen. Da kriegen wir dann nämlich auch noch ein paar Hero Souls dazu. Ist das Ding Primal? Nein, gut, das heißt, das will ich auch gar nicht umhauen. Das ist mir relativ egal. Da Level und da Level. Immer warten müsste, bis ein so ein Vieh platt ist. Also muss ich natürlich nicht, aber macht halt Sinn. Der Schadenszuwachs ist übrigens minimal bei dieser ganzen Chose hier. Auch wenn wir hier mehrere Helden auf über Level 1000 ziehen, bringt das leider schadenstechnisch so gut wie gar nichts. So.
So, dann sind wir auch gleich unten angelangt. Ups, jetzt habe ich Beastlord übersprungen. Das war so nicht geplant. Den nehmen wir natürlich mit. So, auf 650 sollten wir eigentlich irgendwie kommen können. Gucken wir mal. Also hier wird wahrscheinlich nicht so viel gehen. Jawohl, 650. Puh, 34.000 Hero Level. Not that bad. Ja, dann wird es Zeit für eine Ascension, würde ich sagen. Also ich kaufe jetzt aus Prinzip nochmal die restlichen Upgrades. Nicht, dass die noch irgendeinen Schaden machen würden, aber weil es geht. Und Ascension für 650 Hero Souls, ein Traum. So, dann können wir nämlich auch gleich mal direkt Leon kaufen. Das hier schön idlen lassen. In der Zeit speichere ich. Ja. Mache mir mein Save Game auf dem anderen Monitor auf. Markiere alles, kopiere alles, haus mir in den Optimizer, den schiebe ich glatt mal hier rüber. Import. So, was dürfen wir alles machen? Einiges. Einiges. Kann ich das hier so? Nee, kann ich nicht an die Seite schieben. Also zumindest nicht so, dass ihr es noch seht, aber dann muss das jetzt halt mal so gehen. Warum scroll ich da hoch? Das macht gar keinen Sinn. So, wir machen mit Agaev gar nichts, wir bringen aber Atman auf Level 24. Der hat übrigens Maximum Level 25, das heißt, den können wir bald zu den Akten legen. Dann hat er seinen Maximalbonus erreicht. Dogcock, was immer noch ein falscher Name ist, kriegt plus 2 auf 19. Der hat Level, oh, auch 25 Maximum, okay. Dora ist, glaube ich, unbegrenzt, ne? Oh ne, Maximum Level 50, okay. Aber Dora ziehen wir jetzt mal auf 20 hoch. Kriegen wir ja schon fünfmal so viele Schatztruhen. Und aus den Schatztruhen kriegen wir auch noch 10,5 mal so viel Gold raus wie vorher. Das ist schon krass. Das bringt echt einen ordentlichen Goldboost. So, Mammon kriegt noch ein kleines Upgrade, nämlich plus 1. Genauso wie Mimsi und genauso wie Sealatas. Ja, schön. Das geht doch. Ich möchte übrigens erwähnen, dass wir mit einem einzigen gekauften Heldenlevel mal locker bis Level keine Ahnung wo wandern können. Also auf jeden Fall noch deutlich über die 30. Das ist schon ein bisschen kaputt. Ich habe auch festgestellt, so in einem Rutsch durch kann ich halt locker bis Level 300 spielen. Über 300. Das ist echt not that bad. Abgesehen davon, also dass ich mir halt ganz viel Kram geholt habe, ist halt nicht wahnsinnig viel passiert. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, bis welches Level bin ich denn maximal gekommen? 481, ja okay. Ich habe irgendwie 4, 5 Guilds dazu bekommen, aber das habt ihr ja in der Guild-Übersicht gesehen. Level 500 nehme ich dann definitiv wieder mit auf, das ist sowas, das würde ich halt nicht rauslassen. Zumal ich auch noch gar nicht weiß, welcher Gegner in Level 500 auf uns wartet. Warum ist denn da der Shuffle-Modus nicht an? Ach, der Shuffle-Modus war an, aber Repeat war nicht an, okay. Whatever. Und es ist auch... Ich find's halt erstaunlich. Irgendwie Dogcock macht ja minus 38% Kosten für Heldenlevel. Und das macht sich wirklich bemerkbar. Also noch gar nicht mal hier so am Anfang. Da rutschen wir eh eins durch, aber spätestens, wenn ich mir Frostleaf kaufen muss, da fällt das schon auf. Und die Schatztruhen, also dass die häufiger kommen, das fällt wirklich auf. Ich meine, wir haben ja sonst teilweise levellang gar keine gehabt. Und jetzt hat man von, also innerhalb von 4 Leveln, also ich sag mal jetzt so von 61 bis 64, hat man eigentlich mindestens eine dabei. Okay, es wird jetzt wahrscheinlich gerade Vorführeffekt. Okay, vielleicht auch nicht mindestens eine, aber dafür hat man dann manchmal innerhalb von einem Level 3 Stück. Hatten wir auch gerade.
irgendwie in 57 oder so, keine Ahnung. Das Krasse ist übrigens, viel schneller kann ich hier gar nicht vorwärts kommen. Denn die Sterbeanimation der Viecher dauert eine halbe Sekunde und so lange dauert die halt. Vorher spawnt kein neues. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ist mir einen Ancient kaufen, der, ich glaube, den habe ich sogar direkt, muss ich gleich mal gucken. Genau, den guten Kamu Kawa, Kawai Kamuraga. Der macht nämlich quasi, um ins nächste Level zu kommen, braucht man ein Monster weniger. Also das gilt natürlich nicht für die Bossmonster. Aber hier in so einem Level bräuchte man statt 10 dann nur 9. Was hat denn der eigentlich für ein Maximum-Level? 5, okay. Würde jetzt aber eben auch schon 800 Hero Souls kosten, den zu kaufen. Und das ist es mir im Moment einfach nicht wert. Ich musste übrigens für Dora the Explorer nur einmal rerollen. Also 167 Hero Souls fürs Rerollen rausschmeißen und 500 Hero Souls für den Kauf dann, oder für den tatsächlichen Kauf. Ich würde gerne mal irgendwo nachgucken. Ich muss mal nachgucken, ob das im... ob mir das im Optimizer angezeigt wird. Ich würde gerne wissen, wie viel Hero Souls ich insgesamt schon ausgegeben habe für Scheiß halt. Souls spent on Ancient Levels 3152. Ich weiß nicht, ob das Rerollen damit bei ist und das Kaufen der Helden. Aber wir haben auf jeden Fall schon über 3000 Hero Souls nur in die Ancients gesteckt. Also wir könnten quasi dreimal so viele Hero Souls haben, theoretisch. Hätten dafür aber wahrscheinlich deutlich länger gebraucht. Das ist der feine Unterschied. So, und auch wenn es hier jetzt noch relativ flockig läuft. Wobei, na Shiner Tobi nehmen wir nochmal mit. So, wie Grant, der am Anfang irgendwie 4,3 gekostet hat oder so, jetzt nur noch 2,6 kostet, ist schon nett. So, jetzt nehmen wir den ganzen Kladderadatsch erstmal mit. Der Schadensboost ist dann auch einfach immer noch ganz nice. Also gar nicht mal durch das Level kaufen. Die Level an sich bringen gar nicht so viel. Ich möchte übrigens erwähnen, dass wir noch nicht mal die mehr Gold-Upgrades von König Midas hatten und trotzdem flockig durchgekommen sind. So, aber was einfach nur? Jetzt achtet mal hier drauf, hier sind 16.000, also beziehungsweise 16 Klein-Kuh und wir gehen, nee, stimmt gar nicht, es sind 16S gewesen, Entschuldigung, wir gehen hoch auf 677S allein durch die Upgrades. Und auch Frostleaf kostet nur noch 1,3, was bedeutet, dass wir den schon, naja, eigentlich regelmäßig vor Level 120 kaufen können. Auch das hängt ein bisschen von den Schatztruhen ab, aber geht. Geht alles. Was halt auch sehr schön ist, dass ich jetzt... Also zum einen Agalf auf 28 ist halt schon richtig nett. Und Atman auf 24. Das bedeutet jetzt nämlich, dass wir inzwischen eine 49-prozentige Chance haben, dass ein Bossgegner Primal ist. Und das macht sich eben auch schon deutlich bemerkbar. Sonst hätten wir eben bei der Ascension halt niemals 650 Hero Souls zusammenbekommen. Aber das macht sich echt schon bemerkbar. Und die plus 56 Gilded Damage ist halt auch ganz cool. Weil, warum? Also, jetzt kann ich mir meine Guilds auch angucken. Wenn jetzt nämlich sieht, dass, habe ich hier irgendwo einen Guild drauf? Ja, hier. Man sieht, dass der Guild jetzt nämlich nicht nur 50% Schadensbonus bringt, sondern schon 106%. Und das macht sich gerade hier bei denen, die mehrere Guilds drauf haben, natürlich stark bemerkbar. So, Frostleaf kaufen. Haben wir schon längst machen können. Also, es wird einfach immer zügiger. Kann man nichts gegen sagen. Auch wenn die Musik eigentlich gerade eher gechillt ist. So, wie nicht mal mehr der Hitpoint-Balken angezeigt wird auf Level 132, wie sie halt einfach wegplatzen. Ich mag das. Ich finde das gut.
Ich habe übrigens, ich bin ja in die stolze Riege der Smartphone-Besitzer aufgestiegen. Und also das ist noch nicht mein finales Teil, das ist jetzt nur so ein, was ich übergangsweise habe, weil ich nichts dafür bezahlen musste. Aber ich habe mir, wo habe ich es denn? Gott, das braucht jetzt wahrscheinlich 3 Stunden zum Laden, weil dieses Handy unfassbar alt ist und unfassbar langsam. Aber ich habe mir Adventure Quest Dragons geholt, wo ich ja schon seit Ewigkeiten darauf warte, dass es auch für den Browser, also im Unity Player, erscheint. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich bislang ganz witzig. Also ich habe es vorhin so 10 Minuten gespielt vielleicht, also nicht wahnsinnig weit. Es ist quasi so, na, ich würde sagen, Cookie Clicker und Adventure Quest in 1, was ja eigentlich auch letztendlich deren Werbung für das Spiel ist. Also es ist quasi Cookie-Clicker nur ohne Kekse, dafür mit Drachen. Wobei es Kekse durchaus später geben kann. So ist ja nicht... Das Spiel lädt übrigens immer noch. Nur mal zu zeigen, wie langsam dieses Handy ist. Ich hoffe, mein richtiges kommt dann bald irgendwann an. Ah, Gott, jetzt lad endlich fertig. Ich will doch nur kurz das zeigen. Danke. Gott, lag, lag, lag. Okay, man hat halt... Okay, man sieht es total scheiße durchs Licht. So erkennt man es einigermaßen. Man hat halt diesen lustigen Drachen und man kann hier auf diesen fröhlichen Kristall klicken und dann kann man sich eben Upgrades kaufen, damit der Drache selber Kristalle erntet, also Kristalle sammelt und so weiter und so weiter. Und dann kann man sich irgendwann weitere Drachen freischalten, beziehungsweise erstmal kann man den irgendwie evolven und noch irgendwie 3 Milliarden Upgrades kaufen und... Also es ist so ein klassisches Idle-Game und es sieht eigentlich auch auf dem Handy schon ganz hübsch aus. Und das hier ist nicht mal ein Full-HD-Display, traurigerweise. Aber da sieht es schon ganz gut aus. Also ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es kommt wirklich bald mal für einen Browser. Weil ich würde nämlich echt gerne Let's Play mitmachen. Ich krieg's zwar auch irgendwie im Zweifelsfall hin, das Handybild irgendwie aufzunehmen. Aber das Format ist halt einfach scheiße. So, dann habt ihr halt riesige schwarze Balken an den Seiten und das möchte halt wirklich niemand. So... wie komme ich jetzt hier weg? So, ja, I want to quit. Thank you. So, jetzt habe ich das den Klingelton eingestellt. Nein, Hilfe. What? Leave me alone. So. Weg mit dem Handy. Und dann wird es Zeit, erstmal hier unten noch was zu kaufen. Und dann wird es vor allem Zeit... hier mal auf Level 1000 zu gehen und hier mal auf Level 1000 zu gehen und hier mal auf Level 1000 zu gehen. Wir sind übrigens schon wieder nur so ganz nebenbei, schon wieder bei 25 Hero Souls und wir sind gerade mal bei Level 170. So, wie sieht's beim Samurai aus? Können wir den schon? Nein, den können wir noch nicht auf 1000. Aber fast. So, dich können wir auf 900 zumindest. Ja, 925. Und wir sind bei Level 178 und die Gegner platzen einfach weg. Übrigens nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal so komischen Kram mache. Ich war heute Vormittag, also naja, vor 2,5 Stunden noch beim Zahnarzt und ich habe hier noch so ein bisschen Betäubung mit drin und es fühlt sich alles irgendwie noch... ein bisschen seltsam an. Also nicht wundern, wenn ich da mal im Verlauf der Folge irgendwie so komische Sachen gemacht habe. ja. Zurück zum Thema. Mehr Upgrades kaufen. So, vor allem für dich erstmal auf Level 1000. Das ist primär wichtig. Wie ab es einfach geht. Ich find's super. So, vor allem lohnt es inzwischen einfach gar nicht mehr vor Level 350 oder so zu ascenden. Also der Optimizer spuckt mir, glaube ich, immer noch irgendwie Level 310 oder 320 aus. Aber selbst danach komme ich halt noch relativ zügig weiter. Und da die meisten Bossgegner einfach Primal sind und dann eben auch nochmal eben so 20, 25 Hero Souls mitgeben, nehme ich das natürlich noch mit. Klare Sachen.
So, gib mir nochmal die 805 bitte. Dann würde ich nämlich ganz gerne den Great Forest hier noch kaufen. Danke. Sehr schön. So, der Run. Also wir sind jetzt bei Level 206 und der Run geht jetzt 14 Minuten. Und es wäre sogar noch schneller gegangen, wenn ich nicht zwischenzeitlich mit dem Handy rumgespielt hätte. Falls ihr euch übrigens das Spiel dann auch irgendwie fürs Handy holen wollt, falls ihr Bock drauf habt, heißt Adventure Quest Dragons und ist kostenlos. Also könnt ihr ganz normal im Google Play Store und wie auch immer das Pendant vom iPhone da heißt. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Im iStore oder so, keine Ahnung. Schnell ein paar Hero-Level dazu gekauft. Bleibt das Wetter draußen gut? Ich würde eigentlich ganz gerne noch ein bisschen Sport machen. Ich heute schon meinen freien Tag habe und es gerade nur 12.30 Uhr ist, kann ich mich eigentlich auch noch ein bisschen bewegen. Der Plauze tut's gut. Beziehungsweise der Plauze tut's nicht gut, die wird nämlich kleiner dadurch. Hoffentlich. Ja, die Sache ist, wenn ich jetzt einmal so einen Run anfange, kann ich da auch wirklich einfach locker mal eine halbe Stunde vorsitzen, weil es bis dahin einfach permanent was zu tun gibt. So, also ich kann halt fast permanent Heldenlevel nachkaufen und das ist so, nee. Eigentlich ist es ein Idle-Spiel, ich will gar nicht so viel aktiv davor sitzen. Bin mal gespannt, wann wir wirklich in den Bereich kommen, dass wir uns den guten Atlas leisten können, also der nach Dreadnought kommt. Weil jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal die Statistik einblenden. Ich habe irgendwann schon mal so weit eilen lassen, dass ich auf jeden Fall die Raute beim Gold hatte. Aber ich glaube, bis Dollar bin ich noch nicht gekommen und der kostet ja irgendwie dann 7.000 Dollar. Also ihr wisst, was ich meine. So, weg damit. Von daher muss ich, glaube ich, noch ein paar Hero Souls farmen. Ich glaube, bevor ich da nicht 3.000 habe oder so, also 3.000 wirklich banked habe, also die ich nicht ausgegeben habe, und auch nicht ausgeben sollte. Vorher wird das, glaube ich, nichts. Da müssen wir auch locker Level 500 durchbrechen, glaube ich. Es sei denn, wir kriegen ihn noch massiv viel günstiger mit Atman. Nee, stimmt gar nicht, mit Agaif. Aber der ist ja nun auch... Ah, der hat ja auch... Nee, Moment. Stimmt gar nicht, Doghawk ist es. Ich vergesse das immer. Aber der hat ja nun auch bald sein Maximum-Level erreicht. Also minus 50% ist da ja auch die Obergrenze. So, mal abgesehen davon können wir uns gleich Dreadnought leisten, wenn wir nicht vorher das ganze Geld woanders ausgeben, was einfach der Fall ist. Habe ich jetzt so eine Schatztruhe? Würde das Ganze nochmal ganz nett beschleunigen. Ja, Level 260 plus 121 Hero Souls. Warum auch nicht? So, dich noch. Und dann können wir, glaube ich, mal... Na, wobei, Masked Samurai ist erst noch günstiger. Wobei Dreadnought auch nicht mehr so viel kosten kann. Der hat, glaube ich, ursprünglich 10.000 gekostet. Jetzt minus 38%. Müsste er ja zwangsläufig noch 6.200 kosten. Ha! So, nehmen wir den mal mit. Der macht 4.000 Schaden. Ja, doch. Lohnt sich im Moment schon. Aber ich habe festgestellt, es macht wirklich... Also es macht Sinn, ihn bis Level 100 hochzuziehen und dann eben das letzte Upgrade zu kaufen. Und danach ist das so wie mit Frostleaf. Den lässt man dann da halt so stehen. Vorerst zumindest.
Also wenn wir irgendwann Level 1000 überschreiten wollen, dann müssen wir da wahrscheinlich trotzdem noch wieder ein bisschen was reinpumpen. Aber davon sind wir erstmal ja noch ein ganzes Stück entfernt. So, ich glaube, Level 300 mache ich jetzt in der Folge noch mit und dann ist auch gut. Alter, fühlt sich das eklig an. Also es ist halt gar nicht mehr wirklich taub. Nur, keine Ahnung, ich kann es gerade nicht beschreiben. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr widerlich an. So, Mister, erstmal auf 15 hätte ich dich ganz gerne. Das finde ich sehr entzückend. Na, geht doch. So, die nächsten 10 kosten 236. Na, das ist ja noch ein bisschen. Wobei, geht auch relativ zügig. Ich wette, wenn ich gleich nach dieser Folge rausgehe, fängt es sofort an zu regnen. Aus Prinzip. Weil fuck you, Bench. Was war's? 236 hier. Aber wie einfach wirklich so ungefähr, also es sind ja nicht mal mehr 50% der Bossgegner, die Primal sind, das sind halt locker 75. Also da habe ich im Moment schon, also zumindest gefühlt sind es mehr als die 49-50%. Aber gut, ist dann halt eine Glückssache, ne? Der wird jetzt aus Prinzip wahrscheinlich nicht Primal. Gucken wir mal. Na, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, achso, 100 Level kann ich mir da vielleicht nicht direkt leisten, aber da gehen überall... Oh, da geht viel. Ich fände es noch ganz cool, wenn man ab einem gewissen Punkt sich die Helden so selber rearrangen kann, also von der Reihenfolge, dann bräuchte ich nicht dauernd scrollen. Weil die ganzen anderen Helden kaufe ich im Moment sowieso nicht. Also es sind halt 6 Stück, bei denen ich im Moment ein Level kaufe. Nämlich, wie üblich, Great Forest Seer, Masked Samurai, Brittany, Ivan und Tree Beast und dann eben hier unten noch Dreadknight. Aber das war es dann halt auch. So, Level 305 in 21, na 22 Minuten, sagen wir mal. Kann man machen. Knapp 200 Hero Souls. Und ich könnte jetzt, also fast in dem Tempo auch noch bis 400 durchmarschieren. Hängt ein bisschen davon ab, wie viele Schatztruhen ich kriege. Aber das läuft ja offensichtlich gerade ganz gut. So, was kosten die nächsten 25 hier unten? 11. Ne, da muss das leider warten. Effektiver, glaube ich. Also vom Schadenszuwachs auf jeden Fall. Vom Gesamtschaden noch nicht, aber allgemein macht das schon Sinn. So, okay, jetzt merkt man allmählich, es wird, also vom Schaden her ist es noch okay, aber es wird vom Geld allmählich ein bisschen langsamer. Es sei denn, es droppt man gerade wieder eine Schatztruhe. Ich belasse es erstmal dabei für heute. Warum habe ich mir eigentlich auf meinem freien Tag einen Zahnarzttermin auf 8.45 Uhr gelegt? Das macht einfach keinen Spaß. Ich hätte so schön ausschlafen können, aber nein. Naja, selber schuld. Gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Ich roll mich ein bisschen durch die Gegend. Mal gucken, was ich heute noch so schaffe. Wünsche euch auch noch einen angenehmen Tag natürlich und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.